Willkommen zurück auf der Suche nach Ziegelberg. Wir sind in einer Instanz und sind auf der Suche nach der legendären Waffe, die natürlich nicht Ziegelberg heißt, sondern Ziegelburg. Und gerade eben, ihr habt es ja in der letzten Folge noch gesehen, hat es irgendwo gescheppert und gerumpelt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo das war. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich habe die Musik ein bisschen lauter gedreht. Komischerweise, wenn ich mit Kopfhörer die Videos mir anhöre oder anschaue, dann passt eigentlich die Musik. Wenn ich sie aber in normaler Umgebung anhöre, also ohne Kopfhörer, dann ist die Musik ein bisschen zu leise. Und ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht. Vielleicht hilft das. Ich bin momentan wieder planlos jetzt. Wo muss ich denn eigentlich hin jetzt? Hier ist nichts. Vielleicht muss ich doch nochmal ein paar... Ich hätte nochmal ein paar Kröten machen sollen. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ich werde mich mal um die hier kümmern. Weil es hat ja nur geheißen, dass man quasi was hört. Aber es heißt nicht, dass irgendwas schon kaputt gegangen ist, soweit ich gesehen habe. Ah, jetzt... Das Gundlayan-Muttertier bricht durch die Wand. Ja, wo denn, Mutter? Wo denn? Da hinten. Oh, die ist aber ganz schön dick. Da gibt's ganz schön viel zum Ablecken. Das ist ja fantastisch. Ein Elite-Meister. Ach, jetzt, wenn der Wenzel da wäre und würde das sehen, der würde sich freuen. Da kann ich ihm nur wieder Geschichten erzählen und er ist wieder mal nicht dabei. Sehr, sehr schade. Na gut. Kann ja nicht mal ein Bild davon machen, weil es ja keine Kamera gibt. Ich kann ihm nur erzählen, wie lecker der Rücken geschmeckt hat, als wir mit unserer klebrigen Zunge darüber gefahren sind. So. Das ist aber nicht der Bossgegner, den ich jetzt in Erinnerung habe. Da kommt nochmal so ein Grettebück, oder wie die heißen, Grettebock. Endgegner, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir stehen unter Drogen. Jetzt ist natürlich noch schwerer zu sehen, wo man hinlaufen muss. Hier schon mal nicht. Leider nichts versteckt hinter dem Wasserfall. Hier auch nicht. Der Attila wird sich auch denken, was ist denn hier los? Ich atme über meine Ohren momentan. Ah, doch, ja. Jetzt komme ich in den Bereich, der mir ein bisschen bekannter noch vorkommt. Da sind nämlich ganz viele dieser komischen Dinger noch hier. Und da gibt es jetzt auch irgendwas zu drehen, oder? Ja, hier gibt es was zu drehen. Wir müssen nochmal ein bisschen das Kleinvieh entfernen. Mal hier gedreht. Und ich glaube hier vorne auch noch. Ja. Wir brauchen unbedingt ein besseres Schwert. Der Ball hat ja schon gesagt, ich habe irgendwo auf der Bank noch irgendwie ein besseres, legendäres Schwert der Stufe 100 oder so. Aber wir sind halt noch nicht 100. Also ich werde jetzt mal irgendwann, wenn ich daran denke, ins Auktionshaus gucken. Und ich werde dann auch mal schauen, ob wir vielleicht so schmuckmäßig uns eventuell noch ein bisschen ausrüsten können oder verbessern können. Ach, das ist jetzt wieder reingelaufen. Weil ich das sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gemacht habe. Vielleicht findet ihr ja das ein oder andere schöne Zeug. Guck mal eben, wie viel Kohle ich noch habe. Weil ich mir vorstellen kann, dass im Auktionshaus wieder mal Wucherpreise zu zahlen sind. Aber wenn man zu faul ist, selbst zu farmen oder selbst zu basteln, dann muss man halt auch Wucherpreise zahlen.
So, 658 Gold, das reicht locker. Passt schon. Das ist okay. So, hier geht's noch nicht weiter. Ich habe noch irgendwo was zu drehen vielleicht. Hier ist nix. Oben noch was. Also hier habe ich ja schon gedreht. Dann muss hier vielleicht an der Seite noch was sein. Da hinten. Nein, da ist nichts. Na gut, wir werden mal die jetzt vernichten. Die hier und die anderen auch noch. Das sind ja die letzten. Und dann kann ich mich in Ruhe hier umschauen. Oder vielleicht kommt die Mama wieder, wenn wir alle töten. Das kann natürlich auch sein. So, da ist noch einer. Ich muss mal meine ganzen Fähigkeiten hier oben, ne? Diese... Muss ich alle fürs Buch der Taten nochmal schön hier machen. Brauche ich natürlich immer nicht, weil wir keine Gruppenspiele machen. Ich mag es, wenn er so richtig reinbupst hier mit seinem Schild. Das ist so gut. Das ist so richtig wächtertypisch. Wenn wir zu der kühnen Klinge wechseln, dann wird mir das wahrscheinlich schon ein bisschen fehlen, wenn wir diese Animation nicht mehr haben. Ne? Dieses Reindrücken, das ist ja wumps. Das ist richtig toll. Das ist richtig toll. So, ich drehe einfach nochmal am Rad. Vielleicht muss ich ja öfters drehen. Ah, da drüben ist noch eins. Ah, okay. Ich hätte eigentlich einfach auch nur die Namen einschalten können. Okay, es rastet ein. Ah, oh. Da ist die Königin einfach mal hier gespawnt vor uns. So, riesig groß. Oh, zwei Stück gleich. Stimmt, dabei was? Zwei Stück gleich. Was haben wir hier? Einmal Königin. Und Königin. Also zweimal Königin. Riesig dick und fett und eklig. Scheiße mal ein bisschen an. Jetzt hör mal auf, mich rumzuschubsen. So. Die ist ja auch schon fast weg jetzt hier. Tutti completi. Wo ist die denn jetzt herausgekommen? Das da vorne? Ich glaube hier, ne? Ja. Psik, ne? Mach mich fertig, dass die so leise ist. So, jetzt sind wir nochmal. Ich dachte eigentlich, jetzt wäre es dann schon vorbei. Es wird immer schwieriger. Jetzt sind schon vier auf einem Platz. Aber natürlich nicht für uns. Zehntausend Schaden, jawohl. Ich bin absolut niemand, der irgendwie immer diese Schadenswerte über den Köpfen haben will. Ich finde das immer irgendwie, keine Ahnung, das reißt einem immer etwas raus. Da zum Beispiel bei Division oder so ist das ganz schlimm. Man hat sich hier ein bisschen schon daran gewöhnt. Aber ich muss auch sagen, es hat natürlich auch was, wenn du einfach mal ordentlich reinbummst und dann schön viel Schaden machst. Das tut dann auch ganz gut, finde ich. Aber so für die normalen Kämpfe muss das dann nicht sein. So, tödliche Spinnen kommen jetzt auch noch. Als hätten wir nicht schon genügend Leute hier. Macht gar nichts. Heute gibt's Spinnenbeinsuppe zum Abendessen. Ja.
Ich hoffe, bei der kühnen Klinge bekomme ich dann auch so eine schöne Abfolge wie hier. Die habe ich mir ja so eingerichtet. Wahrscheinlich hat die jeder so eingerichtet. Aber die geht so schön wunderbar nacheinander, dass du einfach alle Knöpfe nacheinander drücken kannst. Und die hier hinten schalten sich auch wunderbar nacheinander frei. Ich hoffe, dass es das auch bei der kühnen Klinge gibt. Wäre fantastisch. So, jetzt, wir sind doch noch nicht am Ende. Wir müssen uns jetzt noch um Spinnies kümmern. Und natürlich ganz allein, weil der Herr feine Zwerg uns nicht helfen will. Vielleicht muss ich gar nicht gegen alle kämpfen. Aber wahrscheinlich muss ich auch wieder alle kaputt machen, damit die Mama spinnen kann. Nee, da unten ist sie. Gangarath-Königin. Na dann, komm mal her, meine Kleine. Kann ich dich noch schnell anschreien hier? Ah, wunderbar. Kommt nur alle her. Lauft in mein breites Schwert. Auf dass ich eure Bäuche aufschlitze. Und euch gegen Himmel schicke. So, da hinten ist auch noch eine. Na gut. Das war klar. Das war klar. Das ist ein komischer Grafikbug, dass man hier die Spinnennetze so durchsieht. Sieht irgendwie ein bisschen strange aus, ne? Dass das so durchscheint hier. Weil normalerweise müsste das so aussehen, dass sie zwar durchsichtig ist, die Spinne, aber irgendwie ist das hier, ne? Das sieht wahrscheinlich niemand von euch da draußen, dass man das hier durchsieht. Aber ignoriert das einfach. Mir ist es halt nur aufgefallen. So, jetzt kommt natürlich der Bodhi. Jetzt ist klar. Natürlich. Wir sollten gleich an der oberen Waffenkammer sein. Und dann laufe er voran. Ein weiterer Durchgang. Okay, muss ich nochmal mit ihm sprechen vielleicht? Ich bin wieder etwas zu ungestüm vorher weggelaufen. Was ist los? Okay. Nee, er bleibt stumm stehen. Er bequemt sich nicht, uns Befehle zu geben oder überhaupt mit uns zu sprechen. Wir sollen einfach nur weitergehen, offenbar. Da unten sehe ich schon was. Oh, guck dir das an. Hui, hui, hui. Ach, da kommt er jetzt hier. Jetzt verstehe ich das. Ah, stimmt, das hatte ich noch in Erinnerung hier. Da kommt jetzt jemand. Ah, so viele Schätze. Ich will die ganzen Schätze mitnehmen. Den Zwerg hier legen wir zur Seite, aber die ganzen Schätze will ich mitnehmen. Bräun ist hier. Habe ich den Bräun? Nee, sag mir jetzt nichts, wer der Bräun ist. Hab ich nicht aufgeschrieben. Im Wasser. Gebt acht. Ich kann nicht glauben. Allein das Sprechen lässt Bräun vor Anstrengung zittern. Die Bestie im Wasser. Vorsicht, Freunde.
So, muss ich jetzt aber wahrscheinlich hier reinlaufen, oder? Habe ich das Gefühl. Weil ich kann ja sonst nichts machen hier. Ich mach mal die Tentakel weg. Ich hoffe, da ist nicht irgendwie so ein Punkt, wo man dann stirbt oder so. Oh, namenloser Bezwinger. So einfach, wenn er in der Instanz auch wäre, ne? Der Wächter. So, jetzt hör mal auf, mich ständig zu betäuben hier. Da ist noch ein dicker Tentakel. Da hast du als Wächter, als Jäger natürlich enorme Vorteile, weil du einfach nur deinen Bogen zückst und schießt auf die entsprechenden Tentakel. Super easy. So, dann schwimm mal weiter zu dir her. Ich hoffe, der frisst mich jetzt nicht gleich. Nö. Er hat aktuell kein Problem mit uns. Ein Nemesis ist das sogar. Hat jetzt aber nicht zu viele Punkte. Geht eigentlich. Oh. Da ist er gleich mal weg. Das war etwas komisch jetzt. Gut, also wir haben einen Titel bekommen. Namenloser Bezwinger. Ah, die haben wir nicht, aber wir haben einen Buch der Taten-Eintrag bekommen. 3 von 100. Bezwinger der Namenlosen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir... Muss man für diese Buch der Tatenaufgabe, muss man den Wächter 100 Mal bezwingen? Kann das sein? Aber wir haben jetzt schon 3 von 100. Da zählen wahrscheinlich die Tentakel auch dazu. So wie es aussieht. Seid ihr wirklich hier? Meine Freunde. Nein, ich bin alleine. Oder ist das nur ein Trugbild? Bräun hustet und zum ersten Mal seht ihr die glänzende Axt, die neben ihm liegt, so hell und glänzend und kalt, dass sie nur aus Mithril sein kann. Ist das die hier? Das ist die, ne? Bisschen klein. Bräun zieht euren Blick und lächelt schwach. Die Kreatur brachte mich hierher, um sich später über mich herzumachen, wie ich vermute. Eines ihrer Opfer trug dies. Von ihm sind nur noch Knochen übrig, doch ich schulde ihm mein Leben. Wer auch immer er war, ich konnte die Kreatur in Schach halten mit der Axt aus Mithril. Doch ich hatte keine Kraft mehr zur Flucht. Ich wäre sicher verhungert. Ihr sagt, Buri ist bei euch. Welch ein Wunder. Das wird ihn überraschen. Was guter alter Buri. Ja, wir tragen durch ihn die raus. Heroischen Anstrengungen der Helden von Eriador wird Bruin lebend aus den überfluteten Tiefen Morias gerettet. Er trägt Siegelberg bei sich. Die legendäre Axt aus den Nebeln der Vergangenheit. Wird die Axt allein in der Lage sein, die Situation in Moria zugunsten der Zwerge zu wenden? Oder waren ihre Verluste bereits zu groß? Ziegelberg, mal wieder. So, wir sind wieder da. Sehr schön. Wir sind Helden! Wir sind Helden! Bruin lebt noch und die Mithril-Axt Ziegelburg ist genau rechtzeitig aus der Dunkelheit zu uns zurückgekehrt. Könnt ihr unser Glück wirklich fassen? Wenn wir so weitermachen, werden wir binnen einer Woche alle Orks miauende Köter aus Moria vertrieben haben. Ziegelburgs Finder, leichte Rüstung, dann haben wir hier mittlere Rüstung, schwere Rüstung, 3100, ist nicht so gut wie unsere. Was ist das? Nochmal eine mittlere Rüstung. Oh, das sieht aber nicht aus wie eine tolle, starke Rüstung hier. Sieht wie mein Schlafanzug aus hier. Naja. Ich beschwere mich ziemlich oft, oder? Ich habe das Gefühl, ich bin ein ziemlicher Nörgler mittlerweile geworden. Lasst euch nichts von mir einreden. Das Spiel ist fantastisch. Ihr solltet nun mit Bruin sprechen. Ich weiß, dass er mit euch über sein großes Abenteuer sprechen möchte. Er ruht sich im Lager der Ruhe aus. Dieses Lager hat mein Vater für diejenigen eingerichtet, die sich von den Wunden erholen, die sie sich beim Kampf um die Minen gegen Orks und andere unwillkommene Kreaturen, die dort leben, zugezogen haben. Der Eingang zum Lager der Ruhe befindet sich an Durins Weg, nordöstlich der dortigen Gärten. Dort erholt sich Bruin von seinen Qualen.
Okay. Ist jetzt auch die einzige Quest noch hier. Und dann werde ich mal hochlaufen. Das ist, wo ist das denn? Durinzwick hat er gesagt, oder? Ganz hier oben. Da werde ich jetzt mal hochlaufen. Müsste nicht mit dabei sein. Und dann geht es hier oben weiter und wir werden mal mit ihm sprechen, was er noch für eine neue Aufgabe für uns hat.